gar nicht, was ich sagen soll. Desiree Nick, dann Best Dito und jetzt auch noch Nina Hagen. Ich bin fertig. Ja, immer besser. Du hast deine Gitarre mitgebracht. Ich würde aber sagen, die stellen wir noch mal kurz hin und talken erst ein bisschen. Ne? Ein bisschen reden. Was möchtest du trinken, Nina? Oh, Wasser. Wasser oder... Oder was mit Sprudel oder ich so. Hab so halb Mineralwasser, ein bisschen Sekt und einen Spritzer Aperol. Wie heißt es? Ja, so heißt es. Fand ich lecker. Ist wenig Alkohol, aber sehr erfrischend. Oh, darf ich ein Stück schneiden? Dann probier doch das mal und sag das ja oder mal nein. Habe ich zu Silvester sowas getrunken. Hoffentlich vertrage ich das. Ich habe das noch nie getrunken und das fand ich jetzt sehr erfrischend. Cheers! Das nehmen wir. Peace in the Valley. Das ist toll. Magst du wieder darüber rücken, Desiree, und wir wo gehen soll mal. Ich würde mich jetzt in die Mitte setzen. Genau, du wieder hinten rein, ich mittig und du kommst zu mir, Nina. Yo, people, das sind deine Leute da draußen. Huch, der totale Weiberabend heute, wie geil. Hat auch was, ne? Kannst du stricken, Nina? Nee, aber ich kann häkeln. Ich habe immer so Gebärmütter gehäkelt. Weil andere Sachen kann ich nicht. Es ging immer von selbst rund und dann was. Ich finde das ganz toll. Turnbeutel. Weißt du, dass ich das auch immer mache, dass ich mir Sachen in die Hand schreibe? Wenn mir eine Zeile fehlt und ich weiß, es wird immer die Zeile sein, die ich weiß. Ist die Zeile überhaupt? Und die fällt dir dann ums Verrecken nicht ein, die muss in die Hand. Ja, und ganz ich wichtig, weiß, dass ich es alleine nicht schaffe. Yes. Ich brauche immer Hilfe von oben, von der higher power. You understand? Du bist schon direkt, aber du bist schon direkt beim lieben Gott, wenn du hier ja, bist. Ja, und ich war auch vorhin, habe ich Best Ditto im Fahrstuhl getroffen, immer auf dem Weg nach oben. Hast mit du dein Strickzeug noch? Nein. Guck mal da. Es ist jetzt alles rausgezogen. Jetzt magst du nicht mehr? Nein, weil es ist kaputt gegangen. Es ist alles rausgezogen worden. Ja, es ist aber auch jetzt nicht wirklich... Guck mal, aber ja, es ist fast schon eine Bettdecke. Ne? Ja, mein guck mal. Meins ist fast schon ein Taschentuch, würde ich sagen. Ich glaube, ich brauche meine Lesebrille. Ich sehe, weißt du, dass wir was gemeinsam haben, Nina? Das finde ich ganz toll. Wir sind beide evangelisch reformiert und in Niedersachsen getauft. Ja. Oh, Wahnsinn. Nur ich war eins. Und du jetzt erst, ne? Ja, ich war 54. Und sag mal, an welchem Ort war denn das jetzt? Wo denn in Niedersachsen? Man hörte man bei meinem wunderbaren Friedenspastor Kalle. Wir sind die Vorboten der Zukunft. Wir schreiben Bücher, wie wir die Welt verbessern. Weiß Kalle das alles, ja. Kalle hat das Buch geschrieben, ich habe das Vorwort geschrieben. Ach so. Vorboten der Zukunft, wie wir die Welt verbessern. Aber das finde ich, du bist ja schon, sagst du, du hast ja diese tolle Biografie geschrieben. Ne? Ich würde immer Begegnung sagen, aber die heißt... Meine Glaubensbekenntnisse. Die Bekenntnisse, so heißt es, genau. Und da steht, dass du schon mit 3 Jahren allein in die Kirche gelatscht bist. Ja. Toll. Ja. Mit ja. 3? Ja. Alleine? Das war, da war nicht, da, das war das Schönste, was es gab sonntags morgens. Die Eltern haben immer so lange gepennt und hatten eine Alkoholfahne. Und wir Kinder, Elke Lindemann und ich aus dem Parterre, meine beste Freundin, wir sind in diese kleine Kirche an der Ecke. Und diese Atmosphäre hat mir unheimlich gut gefallen. Es war so anders wie beim Pionier. Nachmittag, da wurde irgendwie, aber da wurde du, hattest du mit auch 3 gesungen, aber andere Lieder. Wolltest du eigentlich als Kind schon Sängerin werden? Ja, bestimmt. Also spätestens, frühestens ab dem Moment, wo ich in Boltenhagen die Treppe runtergefallen bin, eine Gehirnerschütterung hatte und ganz lange im Kinderkrankenhaus liegen musste. Und dann kam meine Mutter jeden Tag und stand in der Tür mit ihrer Gitarre und hat ein Lied nach dem anderen gesungen für alle Kinder. Und da war ich so stolz auf diese wunderbare Frau, die meine Mutter war. Und da habe ich gedacht, so toll wie meine Mutter will ich auch mal werden, dass ich den Kindern ganz eins nach dem anderen vorspiele. Deine Mama hat sich aber deinem Vater dann scheiden lassen und dein Vater hat dich immer gefüttert und da durftest du immer alles essen und bei deiner Mutter musstest du relativ früh schon Diät machen, hast du geschrieben. Ja, manchmal war auch die Küche zugeschlossen, weil ich war beim Kinderballett immer die dickste und dann hat meine Mutter gesagt, Kakao gibt's über der Woche nicht, weil bei meinem Vater am Wochenende, da habe ich sogar Moskauer Eiscreme gegessen. Und das wusste Mutter aber nicht, oder? Naja, die hat sich immer gewundert, dass ich keine Gewichtsabnahme vorweisen kann. Und deswegen hat sie dann irgendwie über die Woche auch öfters mal die Küchentür zugeschlossen. Aber ich meine, wenn man Hunger hat, dann tut man sich ja auch selbst versorgen. Mhm. Das müssen wir übrigens alle machen, die deutsche Bevölkerung. Wir müssen uns selbst versorgen. Weil die Discounter, die da, nee. Themensprung jetzt, oder? Nein, ja. Doch. Na, und auf jeden Fall habe ich da gebunkert. Ich hatte das Essen in den Regalen stehen. Bei uns zu Hause gab es kein lebendiges Brot. Wie gesagt, die Küche war abgeschlossen. Das heißt, dann bist du auch noch aus der FDJ geflogen. Das muss ja auch eine Katastrophe gewesen sein.
Nö, damals war ich schon stark genug und wusste schon, dass die nicht in der Wahrheit leben, dass die heucheln und lügen. Und, das durfte man doch nicht sagen. Na doch, ich hab mir die Freiheit genommen. Weil Wolf Biermann halt mein Stiefvater wurde, durften die Kinder sowieso nicht mehr mit mir sprechen. Und ab einem gewissen Zeitpunkt war es mein sehnlichster Wunsch, in die Freiheit zu gelangen, irgendwann in den Westen. Und deswegen habe ich auch kein Blatt vor den Mund genommen. Ich wollte ja schon gerne, dass sie mich rausschmeißen. Dann warst du schon total aggro und anti, ne? Und wolltest bis nach Polen rüber irgendwann später dann? Ich wollte über Polen nach Westdeutschland abhauen, weil ich dachte, mein reicher Onkel in Westdeutschland kann mir helfen. So. Aber der wollte sich mit meinem Vater nicht verscherzen und deswegen hat es nicht geklappt. Mit Vater oder Ziehvater Biermann, mit deinem Vater? Mit meinem leiblichen Vater. Der echte Bruder von meinem leiblichen Vater. Aber hat denn nicht die DDR damals schon gesagt, ey, die geht jetzt irgendwie nach Polen und dann will die rüber machen? Das wollen wir nicht. Haben die nicht schon irgendwas gemacht? Du bist ja einfach so wieder zurück dann in die DDR. Ich habe in dem Moment, wo ich in Warschau ankam, in Ostberlin angerufen und habe gesagt, hallo Mama, ich bin jetzt im Westen. Ich melde mich, wenn ich eine Wohnung gefunden habe. Und dann dachte ich mir, jetzt fahnden die nicht nach mir. Also du wolltest unbedingt in den Westen, 76 war es dann soweit und bist mit Wolf Biermann rüber. Hinter Wolf hinterher. Nach Hamburg, ne? Und ich bin dann nach Hamburg, über den Tränenpalast. Aber inzwischen in Ost-Berlin habe ich etwas ganz Einmaliges erlebt. Und zwar bin ich gestorben auf dem LSD-Trip und habe Gott um Hilfe gerufen. Aber das war doch in Amsterdam. Nein, das war in Ost-Berlin. Ich war 17 Jahre alt. Und seit diesem Tag renne ich rum in Ost-Berlin und erzähle jedem diese Geschichte. Und dann habe ich es allen erzählt und dann musste ich in den Westen, damit ich diese Geschichte, wie mich Gott gerettet hat aus tiefster Not, dann auch im Westen überall rum erzähle. Aber du jetzt bin ich in Deutschland angelangt und erzähle jetzt auf meiner Lesereise jeden von dieser wunderbaren Offenbarung, die ich hatte, schon als 17-Jährige. Diese Nahtoderfahrung damals, habe ich ja gedacht, das wäre in Amsterdam gewesen, als damals der Hermann Broth, den ich jetzt mal gegoogelt habe, der ja ein geiler, scheißengeiler Sänger war. Begnadeter Künstler. Aus. Ein ganz begnadeter Rocker. Och, der war wunderbar. Der hat auch wunderbare Songs geschrieben. Und der war auch ein ganz lieber Mensch und so. Und, aber bei dem, wo ich nach Amsterdam kam, da wurde ja ein Film gedreht. Und ich war in dem Film mit dabei. Aber da gab es Drogen, nur Drogen, Drogen, Drogen. Zum Frühstück, zum Mittag und zum Abend. Wie bist du denn von deinen Drogen eigentlich immer wieder weggekommen? Richtig Entzug gemacht? Du hast doch da auch und eines Tages habe ich nur noch 45 Kilogramm gewogen nach ein paar Wochen in Amsterdam. Und ich habe ganz furchtbare, schizophrene Stimmen in meinem Kopf gehört. Und mir ging es so beschissen wie noch nie. Und da habe ich eine ganze Nacht lang durchgebetet und Gott um Hilfe angefleht. Mit meinen Freunden zusammen in so einem besetzten Haus in Amsterdam. Und als ich am nächsten Morgen ohne diese beschissenen Kokaingeister in meinem Kopf wieder frei aufwachte, in der Freiheit, ohne mehr. Und da habe ich dem lieben Gott versprochen, ich fasse das Zeug nie wieder an. Wo warst du denn karrieretechnisch eigentlich, als du in Amsterdam durch warst? Ich finde, wir sollten mal für diesen Drogenentzug mal einen Applaus machen. Und mit Gottes Hilfe, Gott um Hilfe rufen. Ja, mit Gottes Hilfe. Wo warst du denn damals so karrieretechnisch? Ich habe diesen Film dort mitgemacht und ich habe den Vater von meiner wunderbaren Tochter dort kennengelernt. Der war denn der Gitarrist bei Hermann Broth, ne? Nein, der war ein freier Gitarrist. Der war auch mal bei Hermann Broth in der Band. Okay. Der war auch in anderen Bands und der war ein wunderbarer Singer-Songwriter und ein ganz begnadeter Gitarrist. Und der hat bei mir vorgespielt und der ist in meine neue Band reingekommen. Wir haben eine Band gegründet, uns verliebt bis über alle beide Seelenohren. Und dann habe ich festgestellt, dass der Ferdinand drogenkrank ist, dass er süchtig nach Heroin ist. Und da habe ich alle Hebel in Bewegung gesetzt und haben versucht, ihm zu helfen. Und nicht geklappt. Es hat kurz geklappt. Er war clean für fast ein Dreivierteljahr. Und dann hat er leider in New York City im Chelsea Hotel, diesem berühmten, berüchtigten Chelsea Hotel, mit der deutschen Sängerin Nico, ist er wieder rückfällig geworden und hat sich wieder voll gepumpt. Und das war für dich denn auch mal Punkt, dann das zu beenden? Du warst schwanger dann. Nein, ich habe immer noch weiter gehofft, ihm zu helfen. Aber ich war schwanger mit Cosma und er kam dann erst
kurz bevor Cosma auf die Welt kam, nach L.A., war die Zwischenzeit dann in Europa, weil ich habe das nicht ausgehalten, mit einem Junkie zusammen zu leben während der Schwangerschaft. Und er kam dann aber, bevor Cosma auf die Welt kam, und er hat sie dann auch im Arm gehalten, wo sie geboren war. Aber leider war er, ja, war es ganz schlimm, und so haben wir uns halt trennen müssen. Und aber das war alles nach der Zeit. Du hattest doch diese fabelhafte Nina Hagen-Band. Was ich nie kapiert habe, ist, warum habt ihr euch eigentlich getrennt, du und die Band? Es lief doch wie Sau. Es lief doch so toll. Du, die Musik in unserer Welt läuft immer wie Sau. Es gibt wunderbare Musiker überall auf der Welt. Nicht nur in der Lokomotive Kreuzberg bei der Deutschen Kommunistischen Partei, wo meine Musiker herkamen, die Nina Hagen Band. Die waren alle halt bei der DKP, diesem Anhängsel von der Ost später Spliff. SED. Die haben sich später noch als Spliff kennt jeder. Und es waren halt, wir haben uns nicht wirklich verstanden. Und wenn man Probleme hat in der Gruppe. Ganz doof. Deswegen singen wir jetzt.